Man soll sich halt nicht mit einer Soldatin anlegen, ne? Wir kämpfen halt bis zum bitteren Ende. Leute, heute geht's um ein Thema, bei dem wir als auf Klo-Team ein bisschen befangen an die Sache rangegangen sind, weil wir dachten, es gibt so viel zu besprechen. Deswegen bleibt bitte bis zum Ende dran. Wir reden heute über die Bundeswehr. Beziehungsweise nicht wirklich, es geht um eine ganz besondere individuelle Geschichte. Ich muss gestehen, vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine habe ich mich gar nicht wirklich im Detail mit der Bundeswehr beschäftigt, wenn dann überhaupt mit der Kritik. Also die Nähe zu rechten Netzwerken, queere Personen bei der Bundeswehr, die von ihren Erfahrungen berichten. Aber so richtig mal selber nachgefragt habe ich noch nicht. Und das werden wir heute ändern. Heute reden wir über deine Geschichte, Anastasia. Hallo, schön, dass du bei uns bist. Ja, danke für die Einladung. Hallo. Du bist selber Teil der queeren Community und du arbeitest für die Bundeswehr. Wir reden gleich darüber, wie du selber Probleme mit deinem Arbeitgeber bekommen hast. Aber erzähl doch erstmal, warum Bundeswehr? Was ist passiert? Ich bin 1994 eingezogen worden, da war ich 20. Ich bin dabei geblieben und jetzt ist knapp 28 Jahre her. Mhm. Gab es irgendeine Überzeugung, die dich auch dazu gebracht hat, die Karriereleiter bei der Bundeswehr eben auch hochzuklettern? Nee, der Dienst hat mir einfach Spaß gemacht. Ich fand ihn sehr herausfordernd. Ich mochte die Führungspositionen, die ich hatte und die Möglichkeiten zu gestalten im Dienst. Aber auch einer sehr anstrengend. Damit meine ich nicht nur körperlich, sondern auch tatsächlich, wo du auch oft dich fragen musst, ne, passt der mit meinen eigenen Werten noch überein? Du hast ja selber gesagt, Militär ist ja auch eine schwere Institution. Und ich sage auch immer, es darf jeder natürlich Militär scheiße finden, das ist in Ordnung. Man soll sich aber trotzdem vielleicht mit der Bundeswehr als Institution auseinandersetzen und auch nicht vergessen, dass Menschen dort trotzdem dienen und die bestimmt sich auch Gedanken dazu gemacht haben, warum sie dort dienen. Das ist Anastasia. Sie ist stellvertretende Vorsitzende bei Queer BW und Oberleutnantin bei der Bundeswehr. 1994 ist sie der Bundeswehr beigetreten und hat Pädagogik studiert. 2015 outete sie sich als Transperson in der Bundeswehr. Sie sagt, sie habe damals Vorgesetzte gehabt, die ihr geholfen und sie unterstützt haben. Für Anastasia lief also alles erstmal ganz gut, aber das muss nicht die Regel sein. Bis in das Jahr 2000 wurden schwule Soldaten nicht zu Bundeswehrsoldaten ernannt und unehrenhaft entlassen. So wurden ihnen Karrieren als Offiziere verwehrt. Schwule Soldaten galten als Sicherheitsrisiko. Dass die Diskriminierung queerer Menschen nicht von heute auf morgen verschwunden ist, das merkt auch Anastasia. 2019 bekommt sie einen Verweis von der Bundeswehr wegen ihres Tinder-Profils. Eine unbekannte Person hat einen Screenshot von ihrem Profil gemacht und es bei Anastasias Vorgesetzten eingereicht. Spontan, lustvoll, trans, offene Beziehung und auf der Suche nach Sex. All genders welcome. Warum der Verweis? Die Bundeswehr sieht darin eine Gefahr, dass Anastasia sich reduziere auf ein Sexobjekt und ihre Autorität untergrabe. Anastasia, warum versuchst du gegen den Verweis zu klagen, statt einfach alles hinzuschmeißen? Lass uns mal über die Zeit bei der Bundeswehr sprechen, als du mit deinem Outing zu tun hattest. Du sagst overall, das ist gut verlaufen, aber to be honest, frage ich mich, was ist da noch so passiert? Erzähl doch nochmal, wie war da deine Erfahrung? Es war für alle neu. So, wie gehen wir damit um? Was heißt das Ganze? Es war ein Weg, wo ich mich selbst orientieren musste durch das System. Ich kannte es ja eine ganze Zeit schon lang, ne, 21 Jahre dabei. Und deswegen auch so dankbar bin, dass meine Vorgesetzten, auch meine KameradInnen, mir sehr viel Unterstützung angeliehen haben. Also Unterstützung heißt ja einfach nur für jemanden da sein, ein Netzwerk zu haben, wo du dich auch mal fallen lassen kannst, wo du verstanden wirst. Wie sah das im Alltag aus? Was heißt sich fallen lassen können? Das heißt, wenn du einfach mal denkst, oh, keine Ahnung, die Hormone, heute hauen sie mal echt daneben, ne? Muss ich ja dran gewöhnen, ne? Ja. An Östrogen, ne? War ja auch erstmal eine Erfahrung für mich. sagst, oh, mir geht's heute gerade nicht so gut, dass du Verständnis dafür hast. Ja. Oder dass die einfach erkennen, dass hier dein Alltag sich auf einmal ändert, weil du ja durch die Transition ja auch sehr viele Schritte durchführen musst und so weiter und so fort. Sei es von der Personenstandsänderung, sei es auch medizinisch. Auf einmal hast du mehr Arzttermine, als du vorher in deinem Leben hattest. Und das war natürlich auch schön, dass dann die Menschen trotzdem sehr früh bereit waren und fähig zu sein, sagen, Frau Bifang oder Hallo Anna, ne? Oder wie geht's denn heute? Und das alles dann mit unterstützt haben, dass du auch gelebt in deiner Geschlechtsrolle auch das Gefühl hast, dass du angenommen wirst, dass du eben nicht auf Widerstand stößt. Hattest du aber selber Angst davor, dass der Alltag anders sein wird, als du ihn erlebt hast?
Ich glaube, ich hatte ganz lange Zeit davor Angst, weil es hat ja 20 Jahre gedauert. Also ich habe nicht erst mit 2015 gewusst, dass ich transgeschlechtlich bin. Das war schon sehr früh in der Jugend. Und insofern war das natürlich mit sehr viel Unsicherheit verbunden und ich wusste eben nicht, wie man mit mir umgeht. Du hast in anderen Interviews gesagt, ich kann das jetzt nicht so genau zitieren, aber sowas wie, ab dem Zeitpunkt, als ich Brüste hatte, hatte ich andere Erfahrungen. Das ist ja, finde ich, auch ein Erfahrungswert, den man anerkennen muss, dass du weißt, wie es mittlerweile ist, als Frau bei der Bundeswehr zu arbeiten und dass ja auch viele andere Frauen bei der Bundeswehr sagen, ey, zum Beispiel, dass sie erst seit 2000 Möglichkeiten haben, die Karriereleiter hochzusteigen, das hat natürlich noch Folgen. Wie erlebst du das? Seit 2001 dürfen Frauen erst im kompletten Bereich der Streitkräfte dienen. Also ein Outing vor 2001 hätte, weiß ich gar nicht, was man mir dann gemacht hätte. Na, ob ich dann entlassen worden wäre oder in die eine Beamtenlaufbahn transferiert worden wäre. Und das heißt also auch, Frau bei der Bundeswehr ist für die Bundeswehr gesehen, auch wenn 20 Jahre vielleicht relativ lang erscheinen, noch relativ neu. Das Gefühl hat man halt. Und dann kommst du natürlich dann als transgeschlechtliche Frau da an und stürzt die Welt auch nochmal um. Das heißt, ich habe erstmal wahnsinnig viel Respekt vor all den Frauen, die 2001 diese Armee gegangen sind, die total männerdominiert war, die sehr männlichkeitsbezogen, wie sage ich immer so, Alpha-Tier-Testosteron gesteuert war. Und ich dann ihren Weg toxisch machen. Zum Beispiel, ja? Da ist natürlich dann die Frage, passe ich mich da eher an oder kann ich tatsächlich auch meine eigene Perspektive oder eine feministische oder eine weibliche Perspektive reinbringen? Das sind natürlich alles Herausforderungen. Und deswegen habe ich immer einen Satz mal gesagt und der war so, seitdem ich Brüste habe, habe ich Probleme bei der Bundeswehr. Kam nämlich dann zum Teil und das hast du aber in der Gesellschaft schon. Wenn du dann solche Schlagzeilen liest, die auch die Kritik beinhalten, wenn du wieder eine Meldung siehst über ein rechtes Netzwerk, das irgendwo aufgedeckt wurde, und besonders wir gleich auch darüber reden, wo du selber an Grenzen gestoßen bist, der Akzeptanz deiner Person. Warum bist du noch da? Warum sagst du, ich kämpfe dafür, ich mach das? Ja, erklär's mir. Die einfache Antwort ist, weil mir das Berufsbild einfach wahnsinnig Spaß macht, weil ich gerne Offizierin bin und ich auch sehr gerne gestalten möchte. Und ich glaube, ich auch tatsächlich einen aktiven und positiven Beitrag machen kann, dieses Umfeld zu gestalten. Und ich möchte das Feld nicht denen überlassen, den ewig gestrigen. Aber ja, an manchen Tagen ist es halt schwerer als an anderen. Aber ich glaube, dass desto mehr Menschen reinkommen und das mit dir teilen und tragen, desto eher verändert sich auch etwas. Kommen wir jetzt zu deinem heutigen Stand. Du hast 2019 einen Verweis bekommen für dein Tinder-Profil. Was stand da drin? Was könnte dein Arbeitgeber dagegen haben, dass du bei Tinder bist? Es stand auf meinem Profil ein Bild von mir, nehme ich auch gleich vorweg, ich war weder nackt noch in Uniform. Es war ein ganz harmloses Bild, wo ich zu sehen war. Wie hat das Gericht gesagt? Mit erkennbaren Gesichtszügen. Wow. Und das bei einem Profil. Okay. Ne? Und es stand drauf, spontan, trans, lustvoll. Auf der Suche nach offene Beziehung, auf der Suche nach Sex, all genders welcome. Das war's. Und an diesem Profil, weil irgendjemand einen Screenshot davon gemacht hat, durch die Bundesregierung, hat da mein Vorgesetzter Anstoß genommen und gesagt einfach, ich beeinträchtige damit das Ansehen der Bundeswehr und auch zugleich meine dienstliche Stellung, die ich damals innehatte, allein wegen den Worten auf der Suche nach Sex, beziehungsweise auch all genders welcome. Das ist alles zu öffentlich, das geht nicht, das ziemt sich nicht für eine Offizierin, das geht überhaupt nicht. Sie haben keine Sexualität. Hast du jemals schon mal erlebt, dass andere Menschen bei der Bundeswehr ähnliche Kritik bekommen haben für ihre Tinder-Profile, sonstige Dating-Apps-Erscheinungen? Ich habe mir weder dazu Gedanken gemacht, noch habe ich das erlebt und ich war auch total überrascht. Die andere Gleichstellungsbeauftragte sagt auch direkt zu mir mittlerweile so, wer hätte das gleich einen Mann gemacht, eine Position, hätte das keine Sau interessiert. Ne? Also auf der einen Seite, ne, es dürfen hochrangige Generäle ihre Beziehungen und ihre Affären, ne, haben, das ist alles in Ordnung, das machen ja Männer, aber eine Frau darf ihre Sexualität so nicht ausleben. Es war so ein richtiger Arschtritt, war das halt richtig, und ich war total verunsichert auf einmal und auch entsetzt davon, was da gerade passiert. Und seit 2019 versuche ich das auf rechtlichem Wege klären zu lassen, ob das, was ich gemacht habe, tatsächlich, wie wir so schön nennen, ein Dienstvergehen ist. Und ja, jetzt ist die Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe, liegt die da. Aha. Was erhoffst du dir jetzt von dem Gerichtsurteil in Karlsruhe? Was soll dabei rauskommen? Auf eine einfache Art erstmal zu klären, welche Eingriffsrechte hat eigentlich ein Dienstherr oder ein Arbeitgeber in das Privatleben? Für mich war dieser Screenshot rein im Privaten, der war kein Bezug zur Bundeswehr und nichts. Und zweitens der Punkt, da sind ja auch viele Sachen drin wie
ich unterstelle da schon so ein bisschen Transfeindlichkeit drin, auch welches Frauenbild herrscht denn davor. Wie war das denn in den Medien auch stattzufinden mit dieser Geschichte jetzt, mit dem Gerichtsprozess? Weil ich mir auch vorstellen kann, auch wenn es total harmlos ist, dass man sagt, ey Leute, ich bin bei Online-Dating und ich bin in einer offenen Ehe und ich suche nach Sex, so wie ganz viele andere Menschen da draußen übrigens auch, aber auf einmal steht das überall. Wie war das denn für dich? Es war schon in manchen Teilen schon anstrengend, weil insbesondere auch sehr viele Leute auf einmal eine Meinung dazu haben. Auf der einen Seite habe ich sehr viel Zuspruch bekommen, Unterstützung. Ich höre auch aus der Führung der Bundeswehr, die sagen, jawohl, Frau Biefang, Sie müssen dieses Ding, das muss nach Karlsruhe. Da sage ich auf der einen Seite, ja, danke für die Unterstützung. Auf der anderen Seite, warum muss sie eigentlich nach Karlsruhe gehen, wenn ihr aus der Bundeswehr denkt, das muss nach Karlsruhe? Da hätte man das schon viel früher stoppen können, oder nicht? Also warum muss ich diesen Kampf führen? Und ich habe dieses Gefühl schon wieder, danke für die Unterstützung, aber den Sprint muss ich trotzdem alleine laufen. Und warum muss schon wieder eine queere Person ihr Recht einklagen, versuchen über Karlsruhe, wie schon damals in den 90er Jahren die homosexuellen Soldaten gemacht haben, als sie aus dem Dienst entlassen worden sind. Also warum wird hier wieder Diskriminierungspotenzial genommen gegen queere Menschen, um sie zu dienstlich zu zumindest abzumahnen und gleichzeitig aber nicht davor geschützt? Und trotzdem, Anastasia, schmeißt du nicht alles hin. Es ist unglaublich. Also du hörst von diesen Schlagzeilen, du machst diese Erfahrungen selber, du denkst dir auch schon so, warum muss ich den Weg alleine gehen? Was wünschst du dir jetzt für deine persönliche Zukunft? Man soll sich halt nicht mit einer Soldatin anlegen. Ne? Wir kämpfen halt bis zum bitteren Ende. Und ich mache es ja nicht für mich alleine. Das sieht zwar so aus, aber es gibt ja ganz viele queere Menschen in der Bundeswehr, die sich da die Frage gestellt haben, ist mein Datingprofil noch in Ordnung? Kann der Dienst ja was gegen mich haben? Oder was ist denn, wenn ich am CSD meinetwegen in Latex oder Fetischkleidung rumlaufe? Darf der Dienst dann auch etwas gegen sagen? Und wir sagen, natürlich nicht. Nein, du bist queerer Mensch, da ist eine Demonstration, da kannst du hingehen, solange du es nicht mit der Bundeswehr in Verbindung bringst. Ne? Keine Uniform, kann man anders machen. Genau, kannst du es machen. Und das haben wir erlebt. Wir wollen eben ja nicht, dass wir unsere Persönlichkeit so zurückstecken müssen, weil dann können wir nicht mit unserer ganzen Persönlichkeit dienen. Ich wünsche mir natürlich, dass queere Perspektiven überall vertreten sind und dass Menschen, die marginalisiert sind, nicht selber dafür verantwortlich sind, Diskriminierung an ihrem Arbeitsplatz zu verhindern. Wenn ihr jetzt noch mehr über die Bundeswehr erfahren wollt, dann klickt doch auf dieses Video. Und Anastasia, dir sag ich Dankeschön. Ich sag euch Danke und dir Danke, war klasse. Tschüssi. Ciao.